Und weiter geht's mit The Angler Call of the Wild. Ab geht es wieder ans Wasser. Und das Wasser schauen wir uns heute ein bisschen genauer an, denn da wurde gepatcht und es sieht deutlich besser aus. Also, ab hier an den nächstbesten Tümpel. Und ihr seht, ich bin auch wieder im gewohnten Setup. Schön zu Hause wieder angekommen nach dem Urlaub und es kann weitergehen. Und ich muss sagen, ja, auf dem Laptop sah es vielleicht auch nicht ganz so geil aus, das Game, wie jetzt hier mit komplett guter Auflösung und guten Einstellungen. Also es macht doch einen großen Unterschied. Was man allerdings auch wirklich gut sieht, ist, dass sich am Wasser einiges getan hat. Und zwar sieht man einfach viel besser jetzt hier auch ins Wasser rein, was halt wirklich gut ist. Das ist halt so das A und O, denn ich renne immer noch sehr viel rum und werfe Fische ganz gezielt an. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, es gibt ja diese Möglichkeit, dass man Fische ja quasi, ja, oder dass man quasi checkt, ist da, man checkt ja quasi irgendwie, ist da was oder nicht. Wir sehen hier, da kommt auch gerade einer angeschwommen. Und diese Möglichkeit, muss man sagen, ist einfach... Naja, es ist einfach eine Möglichkeit, um in Windeseile ein gesamtes Gewässer abzuchecken. Ist irgendwo da ein Fisch oder nicht? Jawohl, da kommt er ran hier. Zack, Forellenbarsch. Immer wieder in großen Mengen schon gefangen. Mir fehlen allerdings immer noch ein paar Fische. Ich habe halt noch nicht so viel reingesuchtet ins Game, weil ich halt nicht zu Hause war. Und bin allerdings trotzdem schon irgendwie Level 50 oder über Level 50 und habe eigentlich schon alles, was ich brauche, bis auf einige Diamonds. Also mir fehlen jetzt eben noch gezielt verschiedene Fische. Manche habe ich noch gar nicht gefangen. Und da muss ich dann jetzt Stück für Stück ran. Vielleicht machen wir das auch am besten irgendwie im Livestream, Sonntag oder so. Gucken wir mal, dass wir dann da noch so ein paar Brocken fangen. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen wurde gepatcht und man sieht, das Wasser wurde verändert. Es wird auch gerade morgen auch die Anzahl oder die Dauer der Nacht wurde geändert auf eine halbe Stunde. Es ist nur noch eine halbe Stunde Nacht von insgesamt 24 Stunden, also 4 Stunden gleich 24 Stunden und davon sind 30 Minuten nur Nacht. Ja, zu der Möglichkeit, dass man Fische einfach, ja, spottet oder nicht. Ich finde, es ist fast, ist es ein Hack? Nee, es ist nicht wirklich ein Hack. Aber man nutzt es vielleicht doch ein bisschen aus. Guck mal, hier vorne schwimmt jetzt gerade einer. Das heißt, wir werfen raus, drücken rechte Maustaste und wissen, an der Stelle oder in dem Radius, wo wir hingeworfen haben, befindet sich irgendwo ein Fisch. Das heißt, wenn man dann wieder auswirft, zack, wird er dann da über kurz oder lang, eigentlich über kurz, ich meine, die Dauer ist jetzt nicht so riesig, bis der dann dahin schwimmt. Ich glaube, jetzt sieht man es so gerade schon. Er schwimmt hin und grabt sich dann quasi den Köder. Diese Möglichkeit, ja, macht das Ganze natürlich jetzt sehr einfach, ein Gewässer oder eine Area einfach abzuchecken, zu scannen, ist irgendwo was oder nicht. Man muss es einfach nur nutzen. Was ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, häufig irgendwie entweder auf dem Boot stehend oder an einem Anleger. Das heißt, ich werfe aus, habe unten in der Ecke ja stehen, jetzt haben wir hier 9,40 Meter, drücke rechte Maustaste, okay, ich weiß, da ist einer, werf sofort wieder aus und vergeude jetzt ja quasi nicht Zeit damit, dass ich warte, dass zufällig mal ein Fisch in die Nähe schwimmt. Da kommt er jetzt angeschwommen. Sondern ich weiß, okay, ich werfe aus. Mit diesem Köder locke ich eine spezielle Fischart an. Zack, und baller sie raus. Also auf diesen Köder, den ich jetzt gerade dran habe, darauf reagiert gerade irgendwas. Jetzt in dem Fall war es halt ein viel zu kleiner Hecht. Und das kann man sich dann, wie gesagt, zunutze machen. Das heißt, man wirft einfach wieder aus.
sagt das schon wieder was. Also im Moment heiße Stelle hier, auch mit dem Köder anscheinend sehr gut. Und ja, ich sag mal, passender Köder hier mit dem Blutegel, geht wahrscheinlich gerade einiges drauf. Da kommt schon der nächste, ich glaube auch wieder ein kleiner Hecht. Die wollen wir natürlich nicht. Was mache ich, wenn da nichts ist? Ich kurbel ein bisschen ein. Das machen wir jetzt gleich hier an der gleichen Stelle direkt nochmal. Das heißt, ich werfe direkt nochmal wieder aus hier. Wieder der winzige Fisch. Jungfisch. Hecht. Also raus damit. Ich bin auf 9,60 Meter. Ja, es ist schon wieder Fisch da. Okay. Es sind einfach zu viele Fische hier. Es ist zu easy. Also, da kommt schon der nächste an. Ich glaube, der ist ein bisschen größer. Gucken wir mal, was geht. Zack. Und immer noch dieses easy reinballern. Aber ich muss sagen, es ist wirklich nicht schwer. Also, es ist wirklich nicht schwer. Also ernsthaft, wer jetzt hier keine Fische fängt, also wirklich nicht schwer. Also, noch leichter. Also, auswerfen. Zack. Ich habe übrigens das leichte Auswerfen, hatte ich glaube ich in den anderen Videos schon gezeigt, ne? Zugänglichkeit hier, einfacher Wurf, einmal mit der linken Maustaste. Ich gucke mir mal eben ein, das ist jetzt hier dieser einfache Wurf, dieses Aufladen hier unten, zack, und dann wirft man aus und landet dann da, wo man will. Oder was ich halt jetzt die ganze Zeit gemacht habe, rechte Maustaste, das ist eben auch dieses einfache, lockere Auswerfen, zack. Und du bist so auf 9 bis 10 Meter ungefähr. In dem Fall drücke ich jetzt rechte Maustaste. Es ist kein Fisch in der Nähe. Das heißt, ausgeworfen, 9,40 Meter, kein Fisch in der Nähe. Was mache ich? Ich werf Kurbel ungefähr ein auf ca. 5 Meter. Warte dann ungefähr 3 Sekunden oder zähle so im Kopf. 1, 2, 3. Drücke nochmal rechte Maustaste. Kommt nichts. Okay, dann weiter. Dann geht es weiter direkt zur nächsten Stelle oder werf halt so ein bisschen weiter in eine andere Ecke. Wieder rechte Maustaste, locker auswerfen. Hab hier die 9,20 Meter jetzt. Kurbel jetzt hier ein bisschen ein. Wieder auf ungefähr 5. Warte ein bisschen ab. Zack, da ist einer. Also, wieder auswerfen. Wieder einkurbeln auf ungefähr die 5 Meter. Abwarten und ich glaube, da kommt ein richtig fetter Oschi. Nicht schlecht. Der war wohl hier knapp hinter mir so ein bisschen versteckt. Und der gönnt sich jetzt. Nice. Aber genau das ist so. Bam. Das ist quasi das, was ich eigentlich überall mache. Und gerade auch dann, wenn man nicht so gut reingucken kann. Schön. Silberwertung. Passt ganz gut. Knapp 4 Kilo. Mitgenommen den Bronk. Schön Pike. Also, dieser Hack. Ist es ein Hack? Ich weiß es nicht. Ist es nicht wirklich ein Hack? Es ist ja im Game implementiert. Aber ich finde, es ist schon so ein bisschen ein Ausnutzen der Mechanik. Also rauswerfen, rechte Maustaste ist nichts, also nichts in der Nähe. Dann geht man auf 5 Meter ungefähr. Bisschen warten, rechte Maustaste, da ist wieder was. Also zack, hier unten sehen wir ihn auch schon anschwimmen. Da kommt er auch schon, aber auch wieder ein winziger. Jetzt wieder ein bisschen abwarten. Na, wo ist er? Haut er jetzt ab? Oder kommt, ne, jetzt kommt... Jetzt kommt, glaube ich, ein anderer, ne? Geil, jetzt kam ein anderer. Der kleine Hecht wollte, ist aber abgehauen und jetzt kommt er hier an. Einfach ein zu heftiger Köder, ey. Zu heftiger Köder funktioniert hier richtig gut. Alter, macht der Radau, ey. Jawohl, Bronzewertung. Ich habe auch gar nicht so ein fettes Setup hier übrigens. Ne? Also ich bin hier ganz entspannt gerade unterwegs. Wir können ja mal eben gucken. Routen auf dem Prügel hier mit einem 6er Haken. 6er Haken, Blutegel drauf, zack, ab dafür. Der Rest ist natürlich jetzt ein bisschen dicker. Ja, aber das geht. Das kleinere Set hier übrigens immer noch, das ist das 300er Set, wie aus dem letzten Video. 10er Haken und dann hier gerne in Kombination auch mit dem Blutwurm. Oder mit Brot geht das auch mal ganz gut. Der speziell dann hier, oder dieses Setup speziell für die kleinen Fische. Und hier dann den 6er Haken, so für die gute Frequenz. Und Ette hier, da muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr ran ins Spinning. Da muss ich nochmal ein bisschen gucken. Ich hoffe, dass das irgendwie ein bisschen besser geht. Wir können das ja gleich einfach mal testen. Gehen wir mal rein hier auf die 3.
So, wo ist er? Da ist er, der Prügel. Den hatte ich jetzt zuletzt gekauft. Das ist jetzt die große Spinning-Rude. Zack. Und da kurbelt man sich ja jetzt hier einfach so einen heißen oder macht dann eben Stop and Go. Jetzt bin ich schon wieder bei Konstant. Und ja, kann dann natürlich oder muss dann... Alter, das ist doch mal gut. Es wurde tatsächlich am Rumgekurbel geändert. So soll das auch sein. Das heißt, wir stellen auf schnelles Einkurbeln. Ich hocke da ja gerade genau vor. Oder ich stelle runter jetzt auf Einholgeschwindigkeit 1 und er kurbelt auch langsam. Ha, sehr gut. Das muss ich gleich mal gucken, ob das bei einem großen Drill auch so ist mit dem Widerstand. Das fühlt sich auf jeden Fall schon mal besser an. Sehr gut. Es tut sich ein bisschen was. So soll das sein. So mob wieder. Das fühlt sich auf jeden Fall wieder besser an, authentischer an. Gucken wir mal, wir haben hier vorne gerade so einen Barsch. Oder da hinten springt auch irgendwie was. Ich zieh mal hier jetzt so quer rüber. Ja. Also unten, wir haben ja hier die verschiedenen Möglichkeiten. Wir können ja hier so hin und her waggeln. Mit dem Jiggen, mit dem Twitchen. Oder eben mit Stop and Go. Ich muss sagen, es ist schwierig. Ich bin kein Riesenfan davon. Weil man halt hier die ganze Zeit so, du bist hier komplett am Rumwollacken. Du bist hier voll am Malochen. Schwer am Rumrühren hier mit der Taste, mit der Maus. Und ich weiß es nicht, ey. Das ist halt auf Dauer, wenn ich mir überlege, du hockst dich hier mal schön 2 Stunden ans Wasser und bist hier die ganze Zeit am Rumrühren mit der Maus. Weiß ich nicht, ey. Ob da nicht noch eine andere Möglichkeit... Ich meine, das kriegt man ja vielleicht gerade noch hin. Aber mach das mal eine ganze Zeit, ne? Dann hast du irgendwann nur noch eine winzige Maus in der Hand, weil die schon komplett runtergeschliffen ist hier. Zack, zack. Weiß ich nicht. Ja, und ich sag mal, die Ausbeute... Und, warte mal, kommt da jetzt gerade ein Brocken an? Ne. Aber den will ich jetzt... Warte mal, kriege ich den... Ich weiß mal, mit der rechten Maustaste kriege ich den damit, mit dem Köder. Einholgeschwindigkeit 1, ganz langsam. Hier kann ich jetzt auch nicht testen, oder? Rechte Maustaste? Nee. Vielleicht doch. Alter, den hole ich mir jetzt erstmal. Komm, einhol schnell. Den hole ich mir jetzt mal eben den Brocken mit der Pose. Zack, raus damit. Locker aus dem Handgelenk. Und er reagiert. Sehr gut. Ha, da ist er schon, der Brocken. So soll das. Bäm! Natürlich kein Problem hier mit dem schwersten Gerät. Zack. Kurbelt allerdings auch richtig schnell dann wieder ein. Ich meine, ist beim Einkurbeln vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Bei den größeren Brocken kann er dann ruhig ein bisschen langsamer kurbeln. Macht er. Hatte ich zumindest beim letzten Mal auch schon gesehen. Da klappte das ganz gut. Ja, aber wie gesagt, dieses Einkurbeln, was halt anfangs war, dieses dauerschnelle Einkurbeln, das habe ich halt irgendwie gar nicht gefühlt. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein Riesenfan. Guck mal, das ist der nächste. Riesenfan einfach vom Posenangeln, weil es so easy eben ist. Und ich bin ein bisschen enttäuscht vom Spinning. Da habe ich mir deutlich mehr erwartet. Daran liegt es wahrscheinlich. Ich habe einfach gedacht, alles klar. Spinfischen, USA, da geht einfach richtig wild was. Hier auf die Bass und so. Vielleicht habe ich einfach noch nicht die richtigen Köder gefunden oder sowas. Es stehen auch keine Köder irgendwie dran, oder? Stehen da Köder dran? Erstmal reingucken. Gerade rausgezogen. Info. Kompost. Area. That's it. Wo sind die Baits? Gar nicht da. Ich meine, ne, ich habe grundsätzlich kein Problem damit. Klar, gerne rumtesten und machen. Macht ja eigentlich das Angeln aus, das Rumprobieren. Aber es ist halt, ne, mit der Pose viel einfacher. Und also wirklich einfach, gerade wenn man halt diesen Hack verwendet. Auswerfen, rechte Maustaste, okay, da ist kein Fisch. Zack, 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 bisschen einkurbeln.
1, 2, 3, bisschen warten. Rechte Maustaste ist auch kein Fisch. Okay, da hinten habe ich irgendwie was gesehen. Ich werfe mal ein bisschen weiter aus. Merke mir 21, fast 22 Meter. Da ist ein Fisch. Also werfe ich direkt nochmal aus. Zack. 23, so. Gehe so auf 21 Meter wieder zurück. Und warte. Jetzt sieht man da vorne natürlich schon, dass einer kommt. Deswegen ist das ganz entspannt. Also das wird funktionieren. Klappt aber auch. Bäm, wenn man den Fisch nicht sieht. Also einfach diese Entfernung unten merken. Und auch da habe ich das immer so gemacht, wenn ich hier die ganze Area einfach so abfische. Dann einfach maximal auswerfen. Komm mal ran hier. Und das lügt halt, ne? Zap, zap, zap. Einer nach dem anderen hier. So, und dann geht es halt weiter. Jetzt werfen wir in die Richtung, werfen wir einfach mal aus. Maximal. Zack, 28 Meter. Rechte Maustaste, nichts. Also, dann kurbel ich mal runter, so auf 24, 25, nichts. Wieder runter, 5 wieder, zack, ungefähr auf 20, da ist einer. Also, auswerfen, zack, auf ungefähr 20 Meter wieder einstellen, runterkurbeln, warten. Und da müsste jetzt einer kommen. Und ich meine, das ist doch the easiest way, einfach hier einen nach dem anderen rauszuziehen. Überhaupt kein Problem, oder? Überhaupt kein Problem. Man muss nur nicht mal was sehen. Man testet das ja einfach ab mit der rechten Maustaste. Kann halt manchmal ein bisschen dauern. Vielleicht war er jetzt gerade in einem Grenzbereich, musste er erst hinschwimmen. Dauert halt manchmal ein bisschen. Manchmal teste ich dann halt nochmal wieder nach einer kurzen Zeit einfach nochmal rechte Maustaste. Da ist also immer noch einer. Also nochmal wieder hinwerfen. 20 Meter ungefähr, 21, so. Und jetzt aber auf jeden Fall warten, bis er reingeht. Und ich glaube, da kommt was. Man sieht so ein bisschen an der Oberfläche. Und ab geht es. Zack. Aber auch irgendwas Kleines nur. Ja, ja, guck mal. Irgendwas Lüdes nur. Ja, ist natürlich dann immer die Frage, mit welchem Köder geht man dran. Je nachdem, oder auf was hat man es abgesehen. So, komm mal ran hier. Wieder ein kleiner Hecht. Ja, ich muss auf jeden Fall mal weiter hier demnächst. Wie gesagt, das machen wir wahrscheinlich im Stream. Dass wir hier so ein bisschen mehr die Quests erkunden und sowas alles. Ich habe eigentlich kaum Quests irgendwie gemacht. Bin halt hier so ein bisschen rum, habe hier die verschiedenen Bereiche mir angeguckt und die Gewässer angeguckt. Aber nicht viel gemacht. Hatte ich hier nicht den Sonnenbarsch in... Ich glaube, ich hatte hier tatsächlich den Sonnenbarsch. Ja, der war hier. Ist er nicht sogar, schwimmt er nicht hier vorne? Den Sonnenbarsch in Diamond hatte ich auf Steam auch gepostet. Unter den Screenshots kann man das, glaube ich, sehen. Gleiches Spielchen übrigens jetzt hier, ne? Auswerfen, rechte Maustaste. Ich könnte jetzt, wäre es jetzt hier Nacht oder so, oder ich würde nichts sehen. Rechte Maustaste kurz drücken. Zack, okay. Ich weiß, da kommt ein Fisch gerade auf meinem Köder angeschwommen. Dann kommt die Meldung zu früh angeschlagen. Ach was. Werf also wieder auf die gleiche Stelle aus. Zack. Der Fisch ballert rein. Fertig. Alter, ist das laut. Barsch. Ja, so ist es. So easy ist es. Ich bin im Moment immer noch so ein bisschen hin und her. Was halt geil ist, also ich sag mal, Wasser ist halt wirklich geiler. Es ist wirklich besser geworden. Man kann deutlich besser nochmal reingucken. Die Transparenz ist deutlich cooler geworden. Sieht richtig gut aus. Bessere Übergänge. Also auch hier so in dem Bereich. Jetzt habe ich eigentlich nochmal so eine Pfütze gesucht. Weil das hatte ich ja auch irgendwie... fand ich halt auch so... Na, ich sag mal, nennen wir es einfach mal ein bisschen schlampig gearbeitet. Wenn man sagt, okay, man hat hier Texturen, die halt Wasser anzeigen. Oder so ein nasses Ufer und dann geht das nasse Ufer quasi ins Wasser rein. Ist halt einfach so, ja, das Level des Wassers einfach schnell angehoben und dann überschwemmt es auf einmal eben solche Uferbereiche. Ist halt ein bisschen einfach gemacht, ne? Aber wie gesagt, ist wieder dran gearbeitet. Das ist halt das Coole. Deswegen bin ich da eigentlich nur noch gespannt, was passiert. Und ich denke, da wird einfach noch schön... Weiter dran malocht, wird gemacht, es wird verbessert, es stand auch schon in den Infos zu dem Patch,
In den Patch Notes stand auch drin, die sind halt dran. Die sind auch noch weiter dran am Wasser. Wollen es auch immer noch weiter optimieren. Und das kann doch eigentlich dann nur gut werden. Bin ich, ja, bin ich echt zufrieden mit. Kann man doch machen, ne? So, also jetzt so vom Feeling her, ne, wieder rumrennen und den nächsten Fisch suchen. Im Idealfall einen schönen Brocken. Da vorne, ist das ein Sonnenbarsch? Ne, oder? Ne. Sonnenbarsch habe ich echt lange gesucht. Weißt du was, wir düsen da mal hin. Ich mach mal kurz einen Cut, weil das interessiert mich auch. Sonnenbarsch, wo war das denn? Hier, an dem Tümpel. An dem Tümpel wurde gesagt, also nicht, wo ich hinzeige. So, an dem Tümpel wurde gesagt, alten Sonnenbarsch. Und da habe ich es probiert, habe auch kleine gefangen, aber keinen großen. Und das Schlimme an dem Tümpel, da konntest du überhaupt nicht reingucken. Da war wie so eine komische Glibberschicht obendrauf. Katastrophe. Und das gucke ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal an, ob diese Glibberschicht weg ist. So, mal eben mit dem Boot rüberbrettern, beziehungsweise... Wenn wir schon mit dem Boot hier gerade sind und im tiefen Wasser, wir machen mal kurz einen Stopp mit dem Boot und gucken uns mal so ein bisschen um. Ja, okay. Man sieht natürlich jetzt hier gar nicht ins Wasser rein. Ist ja auch gut so, ist ja auch ziemlich tief. Aber hier geht es dann halt los, genau mit diesem zack, rechte Maustaste locker auswerfen. Kein Biss. Einkurbeln, kurz warten, kein Biss, weiter, zack, einfach abfächern, zapp, 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 so, klar, 5 Meter Bereiche wären natürlich nice, vielleicht sind es auch irgendwie 6 oder 7 Meter, kurz abwarten, nix, wieder, zack, paar Prozent weiter, nichts, auf 5 Meter ungefähr. 1, 2, 3. Ein bisschen abwarten. Nichts. Immer dieser rechte. Zack, weiter. Und so düse ich dann halt hier rum. Fahre dann ein paar Meter weiter. Teste einfach, ist hier irgendwo was in der Nähe. Und was mir jetzt auch gerade einfällt. Da war einer. Und da kommt er angeschwommen. Ich ziehe jetzt wieder zurück. Schnell auf die ungefähr 5 Meter. Und da ist er auch schon. Sehr gut, der nächste Hecht. Was mir einfällt, die spawnen auch natürlich erstmal so ein bisschen, ne? Das heißt, man muss auch erstmal so ein bisschen in dieser Area irgendwie... Alter, wie fliegt er... wie fliegt er denn rum, Alter? Jungfisch durch die Luft katapultiert. Nice, ey. Die Fische spawnen natürlich auch erst immer. Das heißt... Guck mal, da schwimmt wieder was. Aber nicht interessiert an dem Köder. Was ist es denn? Ist das ein Barsch? Warte mal. Ist das ein klein, ist das ein schöner Barsch? Könnte sein, ne? Kommt er jetzt ran? Die Fische spawnen. Das heißt, man schwimmt oder portet sich irgendwo hin. Und irgendwie muss man ein bisschen abwarten. Oder man kommt irgendwie mit dem Boot, fährt man durch die Gegend, brettert so rum. Und irgendwie muss man, glaube ich, so ein bisschen... Was sind es? Nicht mal eine Minute vielleicht warten und dann plöppen irgendwo gefühlt die Fische auf und dann geht es ab. Es ist ein Barsch, glaube ich, ne? Yeah, Mann. Bam! Auf der Lückenroute hier. Bronzewertung. Naja. Tja, den brauche ich auch noch in Diamond. Da werde ich natürlich noch ein bisschen weiter suchen. Ja, aber so und so ähnlich halt. Ich gehe mal auf die Spitze vorne. So oder so ähnlich, dann halt auswerfen, rechte, ein bisschen abwarten, rechte Maustaste ist nichts, zack, kurbeln hier auf 5 Meter ungefähr, abwarten, rechte Maustaste ist nichts und nächste, zack, paar Prozent weiter werfen und einfach dieses Abfächern, ne, zap, 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 kuchenstückmäßig, irgendwo wird dann der nächste Brocken sein, bisschen warten. So weit hier, so nah, irgendwie siehst du, bei 3,40 Meter oder sowas, da zieht er ja schon wieder rein. Das heißt, so richtig viel Möglichkeit. Zack, da hinten ist einer. Also, zack, sofort wieder auswerfen an die gleiche Stelle. Und dann wieder da gleich beißen.
So viele Möglichkeiten haben wir halt nicht. Ne? Ich finde, das ist das Schnellste, weil das eben mit der rechten Maustaste einfach dieses lockere Auswerfen ist. Am Anleger halt super oder hier vom Boot aus super. Da sieht man ihn schon. Sehr schön. Bam. Und dann ran mit dem Brocken. Und dann macht man hier auch tatsächlich richtig viele Fische. In der Stunde oder halben Stunde, die man angelt. Oder wie auch immer. Wenn man gerade Zeit hat und wenn man gerade Bock hat, ein bisschen zu angeln. Für mich ist es halt ein Game so für Kurzweil. Einfach mal ein bisschen Rute rauswerfen, ein bisschen angeln. So hatte ich das auch jetzt die Tage im Urlaub ein bisschen gemacht. Am Laptop, zack, zack. Mal kurz ein bisschen dran gegangen. Guck mal, da kommt schon einer angeschwommen. Muss ich gar nicht jetzt antesten. Also kurz mal rein. Ein bisschen die Rute ausgeworfen. Bam, bam, bam. Ein paar Fische rausgezogen. Und ja, ratzfatz, Level 50. Alter, die fliegen aber, die Hechte, ey. Bam. So, jetzt aber. Ab zu dem Spot oben in den Bergen. Ich bin gespannt, wie das Wasser aussieht. Ja, schon gut. Schon gut. Es sieht schon gut aus. Die Reflexionen sind schon gut. Man kann gut reingucken jetzt ins Wasser. Ich meine natürlich nicht, wenn das halt so mit dem Licht spiegelt, aber gegens Dunkle geguckt. Ist schon gut, ey. So, ab hier hochkraxeln und dann mal eben gucken, wie es aussieht. Dieses verschleierte, verschleimte, das war an verschiedenen Gewässern war das so. Manchmal nur im Randgebiet und bei dem war das halt so ganz komplett. Und da ist er, der Tümpel. So, angekommen. Und wie sieht es aus? Richtig gut sieht es aus. Ja, tipptopp. Tipptopp. Und da hinten schwimmt auch schon ein Barsch. Bisschen ran. Da schwimmen mehrere Barsche. Haha. Hier werde ich nochmal schön auf Barsch testen. Diamond Barsch, das wäre doch was, ey. Sehr, sehr nice. Also, sieht richtig, richtig gut aus. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Das sah so wild aus. Eine Textur schwamm ja irgendwie, waberte so oben drüber. Irgendwie schwamm in eine Richtung. Unten drunter war eine Textur, die schwamm in eine andere Richtung. Sah einfach zu wild aus. Ja, und das jetzt richtig, richtig nice. Cool. Sehr cool. Alter Falter. Und da muss man sagen, ich sag mal jetzt so, also wirklich in der Kürze der Zeit, ne, wenn man jetzt sich überlegt, gesammeltes Feedback aus der Community und jetzt die Veränderung dann in der wirklich doch kurzen Zeit, das sieht deutlich besser aus. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das glaube ich tatsächlich auch hier mit diesen nassen Uferbereichen, die jetzt auch nicht mehr nass ins Wasser gehen. Pfützen im Wasser sozusagen. Ich meine, das war tatsächlich hier. Sieht alles gut aus, ey. Was willst du sagen, ey? Es bleibt natürlich ein... Alter, was ist das für ein Brocken? Es bleibt natürlich ein easy Game. Gerade natürlich auch hier mit diesem Anschlag-Hack. So, da kommt da langsam an der Brocken. Es bleibt ein easy Game, aber ich finde, es hat durchaus seine Daseinsberechtigung, wenn man einfach mal entspannt ein paar Brocken rausziehen will. Und ne, ich meine, es ist halt endless, also keine Levelbegrenzung. Von daher kann man sich hier schön verausgaben. Die Frage ist natürlich, zack, die nächsten Credits. Die Frage ist natürlich, was kommt? Kommt noch was Neues? Und was hält bei Laune? Ne? Es müssen ja jetzt theoretisch ständig neue Fischherausforderungen kommen. Und ich bin echt... Alter, der Schatten ist auch nicht schlecht. Guck mal. Schöner Malochen, Alter, mit der Rute hier. ja, Fischherausforderungen. Ne? Das heißt, wir wollen natürlich neue Brocken ziehen. Egal welche Art, egal welche Größe. Hauptsache, es gibt neue spannende Fische, die man irgendwie rauskriegen kann, rausziehen kann. Und
Ja, ich glaube, das macht's aus. Ne? Ich glaube, so viel neues Setup. Ich muss ehrlich sagen, das Setup und die ganzen, die Sachen, die man kaufen kann, einfach alles keine Daseinsberechtigung. Wieder 90% Füllmaterial. Man kauft sich eh das Beste, was man kriegen kann, weil man halt so schnell Kohle kriegt. Ja, und dann ab dafür, ne? Also, warum soll man sich was Günstiges holen? Weiß ich nicht, fühle ich halt auch nicht, ne? Und ich mache jetzt hier wieder auf 15 Meter, anschlagen ist nichts, dann auf 10 Meter, eben checken, warten, anschlagen ist nichts und so weiter. Ja, und so geht's halt weiter. So geht's weiter. Wir werden sehen, was geht, würde ich sagen. Ich werde auf jeden Fall immer mal wieder reinschauen. Wie gesagt, jetzt Sonntag gucken wir im Livestream da mal rein, was da geht. Und ansonsten, ja, wenn es Neuigkeiten gibt, schaue ich auf jeden Fall rein, was es an Neuigkeiten gibt. Und ich bleibe natürlich auch am Ball und bin echt gespannt, wie es sich halt einfach hier entwickelt. Was passiert rein optisch? Ja, guck mal. Ah, ist schon geil. Ist schon geil. Ist optisch wirklich gut geworden. Kann man nicht anders sagen. Wenn da jetzt noch so ein bisschen, angeltechnisch ein bisschen mehr Tiefe reinkommt, dann ist das, glaube ich, oder wird das, glaube ich, ein Game, was Spaß machen kann. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder in irgendeinem anderen Angelgame. Bis dahin, Petri.